So, okay, Freunde. Heute stelle ich euch meine Parfümsammlung vor. Ich werde euch heute zeigen. Ich habe einmal auf der einen Seite süße, fruchtige Düfte, ja, die ihr benutzen könnt, anwenden könnt, so für den Sommer. Wenn ihr euch mal mit jemandem trifft, einfach auf locker, ne, so, damit ihr gut riecht. Und ich habe auf der anderen Seite edle, holzige Düfte, sag ich mal, sagt man so, ne. Ja, sei es für, keine Ahnung, abends lecker essen, Hochzeit, so, ja, so ein bisschen so, wo du mehr so, vielleicht so einen Anzug trägst oder so, ne. Ich zeige euch einmal günstig, mittel, teuer und meine Erfahrung mit diesen Parfüms. Wir fangen mit den süßen Duften an. Das Problem ist aber, ich muss euch jetzt auf Google eins zeigen, was ich leider nicht mehr habe. Das hieß, so, das erste Parfüm ist Skulptur, Freunde. So, ich sag euch eine Sache zu diesem Parfüm. Boah, das kostet mittlerweile 12,50 Euro. Ey, what the fuck, Alter? 20 Euro? Guck mal, ich habe dieses Parfüm früher gekauft für 60 Euro. Und dann gab es es im Angebot bei Rossmann für 30 Euro. Das war krass, habe ich gekauft. Und irgendwann ging es runter auf 20 vor kurzem. Das ist wirklich für sehr, sehr weniges Geld. Du riechst einfach gut. Ich habe das locker im Jahr 2014, 15 getragen. Ehrlich, so lange ist das her. Ich schwör's euch an alle Jungs, die kein Geld haben, ne? Also, man muss nicht unbedingt viel Geld für Parfüm ausgeben, wenn ihr sagt, ey, das ist mir zu schade. Vertraut mir, kauft euch dieses Parfüm. Ihr macht nichts falsch. Das ist keine Werbung oder so, ne? Also, wäre geil, wenn ich hier bezahlte Kooperation hätte. Das ist auf jeden Fall, guck mal, genau das hier. Blaue, dunkelblaue Verpackung, 100 Milliliter Eau de Toilette, 100 Milliliter Skulptur Home. So, gibt es für 20 Euro überall. Das zweite Parfüm ist, was ich mir danach gekauft habe. Ich habe davon zwei Flaschen gehabt. Eine habe ich geschenkt bekommen, kurz danach, nachdem ich meinen gekauft habe. War richtig flach. Aber die habe ich beide noch zu Hause und beide benutze ich gar nicht mehr. Die habe ich meinen Brüdern gegeben. So, das kennt auch jeder von Dior Sauvage. Dieses Parfüm, muss ich zugeben, habe ich, glaube ich, angefangen 2016 zu tragen. Das habe ich einmal bei einem Kollegen in der Klasse gerochen. So ein Russe war das und der hat mir gesagt, das ist Dior Sauvage. Und ich habe es gefeiert. Also ich kann euch nur eins sagen. Mit Dior Sauvage macht man nichts falsch. Das ist ein, man kann schon sagen, das war auch vor kurzem, glaube ich, auf Platz 1 das beste Parfüm. Das beliebteste. So, ja. Es ist auf jeden Fall für den Preis so ganz, ganz weit oben. Und es hat so einen schönen, frischen Duft. Es hält lange. Es ist wirklich brutal. Aber seit mindestens 2 Jahren kannst du das nicht mehr tragen, weil jeder zweite danach riecht. Das ist wie 1 Million. Deswegen empfehle ich das. 1 Million ist schon abgeschrieben. 1 Million ist abgeschrieben. 1 Million zahlt Strafe an Dings. 1 Million und Boss Bottle, die wurden Dings. Die sind krass. Und diese, welche waren das? Armani und so von ja, Rossmann. Die wurden, am Ende, die wurden verhaftet. Die sind Knast. Die sind offiziell Knast. Die haben ja Dings lebenslang bekommen. So, auf jeden Fall. Dior Sauvage habe ich früher geliebt, aber du kannst es nicht mehr tragen, weil es ist einfach jeder zweite hat es. So, Dior Sauvage, falls sich das einer kaufen möchte, er macht auf jeden Fall nichts falsch, aber hat jeder zweite. 100 Milliliter, was? 55 Euro? Nee. Ey, was denn passiert mit den Parfüms, Abdel? Geisteskrank, wie günstig die geworden kosten, sind. Ja, ich meinte ja vorhin, die sind günstiger geworden. Ja, hier, 100 Milliliter, 80 Euro. Ja, geht, doch, geht. Okay, es geht, okay. Dann machen wir weiter. Das nächste Parfüm, was wir euch vorstellen werden, ist von Tiziana Terenzi, das nennt sich Keke, ja? Das ist ich ein, muss sagen, es ist echt ein richtig heftiges Parfüm. Das ist wirklich so, zu dem Moment, das heftigste Parfüm gewesen, was ich kannte. Immer noch, wenn man das das erste Mal so riecht und so, ist immer noch geil, aber Keke ist wirklich ein richtig, richtig krasser Duft. Er ist so heftig süß. Der ist wirklich so, so mega süß und so fruchtig und hält so lange, ist richtig stark intensiv, wirklich. Wenn du den trägst, ne? Alle um dich herum sagen, was ist das? Der ist brutal. Den haben wir damals gekauft für 180 Euro. Dann haben wir gesehen, irgendwann später gab es Angebote für 130 Euro. Und was der mittlerweile kostet, werde ich euch jetzt zeigen. Guck mal, 175, krass. Der Preis ist geblieben, aber ihr bekommt Angebote. Ich würde euch empfehlen, schaut bei Douglas oder wie hießen die anderen Seiten? Was ich empfehlen kann, ist Flaconi. Genau. Da gibt, ab und zu gibt es Prozente. Man kriegt es auf jeden Fall für 130 Euro. Habe ich danach auch gesehen, weil habe ich Kasen. Hier am Dezember haben wir noch einen Stream gehabt, habe ich ihn zu Geburtstag geschenkt. Und ja, 130 Euro lohnt sich 100%. Wenn ihr sagt, ich habe Geld für über 100 Euro, gibt doch Punkte. Ah, sorry, okay. Skulptur für den Preis, ja. Wir machen immer. Guck mal. Skulptur für den Preis. Note. 20 Euro für 1 von 10 Punkte für den Preis, 8 Punkte. Hammerduft. Sehr, sehr, ne, also mindestens 8 Punkte. Fast sogar 9, aber 8 Punkte, so. Für den Preis, super.
Dior Sauvage bekommt eine 7. Er riecht immer noch Bombe, Hammerduft, aber du brauchst was Außergewöhnliches. Du musst eine Frau, wenn du eine Frau beeindrucken willst oder auch allgemein die Menschen um dich herum, man kennt es. Deswegen eine 7, schon fast sogar eine 6, weil man es einfach kennt, ist ausgelutscht. So, Keke bekommt eine 9. Mittlerweile ist es auch sehr, sehr häufig auf dem Markt. Was würdest du sagen? Auch 8 bis 9 auf jeden Fall. Also auf mindestens 9, auf jeden Fall besser damals, als Skulptur. Also damals, wo ich das ganz frisch gerochen habe, war das für mich eine 10. Ich bin abgekackt. Da war es mehr als eine 10, da war es eine 11 von 10. Das ist echt krass. Es ist wirklich, geht mal in den Laden rein, das gibt's aber nicht bei Douglas. Das musst du dir bei Schnitzler holen, ne? Douglas oder bietet sowas gar nicht an. Ich glaube nur Douglas an der Kö. Kann sein. Auf jeden Fall sonst normale Douglas, nein. Die krassen Parfüms bieten die nicht an. Aber Keke ist brutal. 9 von 10. Warum 9 von 10? Weil es mittlerweile auch krass auf dem Markt ist und immer wieder rumgeht. Ja, so. Kostet 130 Euro im Angebot, lohnt sich. Jetzt, gib mal bitte die rote Packung ab, Del. Wir haben jetzt noch 2 Parfüms, ja, von den süßen Duften. Wir haben hier eine Packung. Das ist King, das ist jetzt Platz 1. Aber vorher, aber wie machen wir das? Sollen wir nicht lieber erst das zeigen und dann sagen Alternative? Ja, ne? Ja, genau. Okay. Wir haben ein Parfüm, was wir, hör mal, Abdel, wir haben das früher gerochen und wie lange haben wir gebraucht, um das zu finden? Das hatte noch, das haben wir jetzt seit über ein Jahr und das hatte niemand. Ich habe gesehen mittlerweile, also es hatten, es hatten so ein paar Leute, genau. Aber man kannte es nicht und wir haben immer wieder bei gewissen Leuten so, beim Vorbeigehen gerochen, ey, was ist das für ein Parfüm? Ja, ja. Wir haben so lange gebraucht, um dieses Parfüm herauszufinden. Ja, es handelt sich um, Baccarat Rouge von Maison Francais Courbijan. Boah, ich kann Maison Francais Courbijan. Also, es auf jeden Fall heißt das Baccarat Rouge. So, Baccarat Rouge, ne? Und es sind keine 100 Milliliter, gibt es nur als 70 Milliliter. Gibt es auch mehr. Gibt sicher? Es auch mehr, ja, ja. Krass, ich dachte, aber hat nicht jede Filiale. Ah, okay. Das. Wir hatten nur 70 Milliliter. Und ich schwöre auf mein Leben, dieses Parfüm hat unser Leben verändert. Eins der heftigsten Parfüms, was ich jemals drauf hatte. Das Heftigste, kann man sagen. Das Heftigste, was ich jemals gekauft habe und das Teuerste, kann man sagen. Ja. Weil Baccarat Rouge ist auch das Teuerste, was ich hat einen stolzen Preis von satte 320 Euro. Wir haben sogar am Angebot geholt für wie viel? Für wie viel, Abdel? Etwas unter 300 war das. Also 280, 290. Um den Dreh war das auf jeden Fall. Das war jetzt nicht großartig viel, so, aber trotzdem, aber, ne? Ey, bei der Summe 320 Euro, also ich wollte es mir erstmal nicht holen, weil ich mir dachte, Alter, 70 Milliliter, 320 Euro wird es sich lohnen. Aber dann ca. 50 Euro gespart und ich dachte aber mir... Aber das Ding, du brauchst ein, zwei Sprühe drauf zu machen, du hast den ganzen Tag und am nächsten Tag riechen deine Klamotten immer noch drin. Ja. Also ich sag euch ehrlich... Und es ist halt ein seriöser... Also sowas trägst du jetzt nicht, wenn du zum Fitness gehst. Guck mal, diesen Duft hat so gut wie keiner. Wenn du auf die in die Stadt gehst, von 1000 Menschen, die da sind, haben das vielleicht 5%. Nicht mal. Das hat wirklich niemand. So. Das heißt, wenn du eine Frau beeindrucken willst, eine Frau wird damit nicht rechnen und die wird darauf nicht klarkommen. Deine Jungs werden das Parfüm nicht kennen, die werden darauf nicht klarkommen. Deine Ummenschen, die Menschen um dich herum, weißt du, so. Das ist heftig. Aber hat seinen stolzen Preis von 320 Euro, kannst du aber für auf jeden Fall mindestens 50 Euro günstiger im Angebot bekommen. Also das bekommt eine 11 von 10, weil es einfach gerade... Nee. 10 von 10, normal. 10 von 10, weißt du, warum? Weil Preis stimmt nicht. Klar, für den Preis muss das schon krass riechen. 70 Milliliter für 320 Euro ist schon eine harte Nummer, aber du hast dafür das krankeste Parfüm überhaupt, was ich euch empfehlen kann. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht eine Alternative hätten. Genau, wir haben eine Alternative für euch, die haben wir uns davor gekauft. Wir haben uns erstmal dieses Parfüm gekauft, weil es fast 1 zu 1 beinahe schon gleich riecht. Und zwar... Vaucanto nennt man das, Stramonio. Da müsst ihr aber Stramonio, also italienische Namen, sehr, sehr schwierig. Eine Alternative, du kriegst für 100 Milliliter, erstmal 30 Milliliter mehr, bekommst du es für 175 Euro. Und dieses Parfüm, ich muss eine Sprühe machen jetzt. Mach doch. Hier irgendwo. Nee, mach auf deinen Arm. So, wir machen mal. Es ist auf jeden Fall ein kleiner Unterschied, aber es ist dem schon sehr, sehr nah. Genau. Also es wird kein Parfüm geben, was dem so nah ist, also wie das hier. Wie man das ganz klar sagen kann, das ist dem ähnlich, aber das geht ein bisschen noch in die holzigere Richtung. Mm. Merkst du das? Das ist nicht so süß. Der wie ist das. Süßer, ja. Der ist auf jeden Fall krank süß, der ist wie Honig so, ne? Und das ist Thema Salz, der selber mir einen Spaß. Und der ist so ein bisschen, ja, neutrales süß, aber sehr, sehr gute Alternative für 175 Euro. Ja. Und der bekommt die Note... Ja, für den Preis ist schon teuer 8 von 10. Ja, 8 von 10. 8 von 10, ja. So. Wir halten fest, Platz 1 auf jeden Fall. Und der ist direkt der Nachfolger, so, das ist halt die Alternative.
Dann auf jeden Fall Platz 2, Kirke. Für 130 Euro ja. Im Angebot. Kann ich euch nur empfehlen, Chat. Kann ich euch nur empfehlen, ja. Sauvage auf Platz 3. Klassiker. Kennt man aber, kennt jeder. Und Platz 4, für die, die weniger Geld haben, Skulptur. Ganz, ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Für 20 Euro machst du nichts falsch mit. So. Jetzt machen wir weiter. Wir haben jetzt 3 Parfüms, ja. Wir machen weiter mit dem, wir fangen mal damit an. Das ist wieder von Dior. Den haben wir auch damals geholt mit Sauvage zusammen, weil Sauvage ist sehr, sehr süß, fruchtig. Genau. Und das ist ein edler, holziger Duft, ja. Ja, also so damit, Business Hemd. Ja, so auf diesen Style, genau, Business genau. Hemd. Also damit machst du auf jeden Fall nichts falsch. Damit machst du nichts falsch. Das ist so sehr, sehr harter. So ein Duft, den man aber auch so täglich tragen kann, ne? Ja. Den trägst du eigentlich, wenn du so einen Anzug anhast, wenn du so auf schick, elegant unterwegs bist. Wie könnte man den beschreiben? Sehr holzig, sehr so männlich. Sehr holzig, so intensiv und sehr intensiv. So leicht zimtig. Also da ist so ein bisschen Zimt, meiner Meinung nach. Geht. Auf jeden Fall Klassiker. Wir haben einen Preis von Dior Home Intense ist das. Bei 100 Milliliter zahlt ihr, glaube ich, krass. 70 Euro, krass. Früher war es viel teurer. Nee. Ja, 70 Euro. Krass, Alter. Ist das dasselbe? Das ist das, ja, Bruder. Ey, wie heftig günstig. Also ich sag euch ehrlich, bei diesem Parfüm, das bekommt von mir eine für den Preis, für die Duftnote holzig, edel, ja. 10 von 10. Ja, 10 von 10. Für 70 Euro, das war früher über 100 Euro. Wir reden Euro. Von 100 Milliliter, ne? Das ist wirklich... Sind das 100 oder sogar mehr? 100, nee. Ich glaube, das ist sogar mehr. 150. Das sind 100. Aber für 100 Milliliter macht ihr nichts falsch. 10 von 10, so. Dann haben wir Tom Ford... Ja, boah, wie das am Knallen ist. Tom Ford Noir, okay, Extreme. Ich hol's mal raus. Das ist, man kann schon sagen, eine Steigerung, weil das haben mittlerweile auch wiederum ein paar Leute. Ja, klar. Aber das wiederum kommt auch jetzt, ist schon verteilt auf dem Markt, aber Tom Ford ist wirklich leckeres Parfüm. Das riecht halt sehr also, seriös. Sehr seriös und nochmal so ein bisschen anders, nochmal so... Hört sich lustig an, aber das riecht so ein bisschen reich. Man riecht reich. Es mal riecht, mal, wirklich, wenn einer an dir vorbeiläuft, das ist mit ein Statussymbol. Mit Hemd, das ist so ein Statussymbol, dass du riechst sofort, du merkst sofort, der Mann hat Geld, weil er hat Ahnung von Parfüms. Ja, einfach so schön schwarz, gold, ne? Schwarz-gold, Akzente. Das heißt jetzt nicht, wenn man das halt holt, dass man reich sein muss oder so, aber. Nein, es hat aber so einen gewissen Status. Das drückt so eine Präsenz. Kennt ihr das, wenn ihr jemanden. So Menschen kennenlernt oder sieht, die so eine bestimmte Aura haben, wo ihr merkt, so krass, das könnt ihr mit diesem Parfüm erreichen. Hier kostet ein 100 Milliliter 109 Euro, ein bisschen mehr. Ich finde aber, der Preis geht auf jeden Fall noch, bei Douglas sogar 130 Euro, ne? Aber der Preis, der geht vollkommen. Aber er bekommt von mir auf jeden Fall für den Preis und für den Geruch mindestens 10 von 10. Eigentlich ist der, deswegen den Preis 10 von 10. Ja, klar, wegen dem Preis 10 von 10 und der riecht Hammer. Trotzdem ein super Preis. Oder? Und er ist ein bisschen teurer, aber riecht nochmal intensiver halt, ne? In eine andere Richtung und haben nicht so viele. Boah, der ist heftig. 10 von 10. Also entweder du hast 70 Euro, holst dir das hier. Oder du hast etwas über 100 und holst dir das hier. Ja. Beides empfehle ich dir, beides. Das war's auf jeden Fall mit den Düften. Ich hoffe, ihr habt jetzt hier so ein paar Tipps mitnehmen können. Ne? Probiert sie auf jeden Fall aus. Könnt mir gerne auf Insta schreiben. Euer Feedback, wie ihr es fandet, macht auf jeden Fall nichts falsch damit. It's Mina time.